vergangenen Monat sind die Preise für Strom und fürs Heizen in Deutschland nochmal kräftig gestiegen. Die verdammten Erneuerbaren! Die sind doch an unseren hohen Strompreisen schuld. Früher hatten wir alles Kohle und da war alles günstig. So nämlich. Ist das wirklich so? Warum unsere Strompreise so hoch sind und was auch Russland damit zu tun hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Strom ist in der Tat teuer. In 2021 hatten wir die höchsten Strompreise in der Geschichte und im Schnitt waren das etwa 30 Cent pro Kilowattstunde. Und an den Strombörsen steigt der Strompreis sogar noch rasanter. Falls ihr nicht wisst, was eine Strombörse ist, die funktioniert ähnlich wie eine Aktienbörse, nur eben für Strom. Dazu aber später im Video noch mehr. An diesen Strombörsen hatten wir im Oktober 2021 einen Preis, der etwa viermal so hoch war wie noch in 2020. Aber warum ist das so? Die Aussage meines Zwillingsbruders vom Anfang des Videos ist nicht ganz unbegründet. In Deutschland bezahlen wir über unsere Stromkosten für den Ausbau der erneuerbaren Energien, die sogenannte EEG-Umlage. Diese Umlage beträgt etwa 6,5 Cent die Kilowattstunde, was etwa 20% des Strompreises entspricht. Allerdings ist diese Umlage in den letzten Jahren kaum gestiegen, ist also nicht für die aktuelle Preisexplosion verantwortlich. Ganz im Gegenteil, man könnte sogar sagen, die Strompreise sind nicht gerade wegen, sondern trotz der erneuerbaren Energien so gestiegen. Aber wie kann das sein? Der Strompreis hängt stark vom Gaspreis ab. Gas ist zwar nur für 10% der Stromerzeugung in Deutschland verantwortlich, ist aber eine der teuersten Arten der Energieerzeugung. Das Problem hierbei ist, der Preis an der Strombörse richtet sich nach dem teuersten Erzeuger. Dazu ein kurzer Exkurs zur Strombörse. An der Strombörse können Kraftwerke ihren Strom zu ihrem eigenen Preis anbieten. Alle diese Angebote werden nach ihrem jeweiligen Preis aufgereiht. Die erneuerbaren Energien, die aus Wind und Sonne sehr günstig Strom erzeugen, sind dabei ganz links. Die teuersten Erzeuger wie Kohle und besonders Gas sind ganz rechts. Der Strompreis richtet sich nur nach dem teuersten Kraftwerk, das zur Deckung der Stromnachfrage noch seinen Strom verkaufen kann. Und dieser Preis wird dann an alle Kraftwerke ausgezahlt. Wenn sich also der Preis des teuersten noch genutzten Kraftwerks, in dem Fall Gas, erhöht, erhöht sich auch der Strompreis. Gas ist teuer. Der Gaspreis ist aktuell 6-mal teurer als noch vor einem Jahr. Und das hat viele Gründe. Zum einen liefert Russland aktuell weniger Gas, mutmaßlich, um den Druck auf Deutschland zur Fertigstellung von Nord Stream 2 zu erhöhen. Außerdem sind durch das Ende der Corona-Pandemie Rohstoffe allgemein mehr nachgefragt. Des Weiteren gibt es in Deutschland seit 2021 einen CO2-Preis von 25 Euro die Tonne. Dies entspricht etwa 0,5 Cent pro Kilowattstunde des Gaspreises. Zusammengefasst, nicht die erneuerbaren Energien, sondern die explodierenden Gaskosten sind für die steigenden Strompreise momentan zentral verantwortlich. Der Preis für Gas wird in den nächsten Jahren vermutlich noch weiter steigen. Damit sich gleichzeitig der Strompreis nicht auch erhöht, müssen wir die Abhängigkeit von Gas verringern. Dazu können mehr erneuerbare Energien und vor allem mehr Energiespeicher aufgebaut werden. Was meint ihr? Wird der Strompreis in den nächsten Jahren weiter rasant steigen oder gelingt es uns, diesen aufgeheizten Markt ein wenig abzukühlen? Welche Maßnahmen schlagt ihr vor? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like und ein Abo da und teilt das Video mit euren Großeltern. Tschüss! Thank you.